Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Wir reden heute über die Ring Doorbell 3. Die habe ich mir nämlich zum Amazon Prime Day letztens gekauft. Und wie die so ist, ob ich davon angetan bin und ob ich euch die schlussendlich empfehlen oder eben nicht empfehlen kann, das verrate ich euch heute. Also viel Spaß und los geht's. Lasst uns einmal beginnen, denn ich denke mal, das Produkt an sich ist selbsterklärend. Es ist halt eine Klingel und dass, wenn derjenige klingelt, dass ihr zum Beispiel eben eine Benachrichtigung aufs Handy bekommt und somit auch halt eine Überwachungsfunktion habt. Das heißt, ihr habt einmal sozusagen eine Gegensprechanlage, sprich, wenn jemand klingelt, könnt ihr den Anruf sozusagen, nennen wir es mal Anruf, übers Handy halt eben annehmen. Und derjenige, in der klingelt ist übrigens ein Lautsprecher, kann euch dann hören. Sprich, ihr könnt zum Beispiel dem Lieferanten theoretisch sagen, Paket abstellen. Ob das in der Praxis funktioniert hat, schauen wir aber gleich. Jetzt ist es so, das Ding hat natürlich noch viele weitere Funktionen, denn das dient sozusagen in Anführungszeichen als Überwachungskamera. Sprich, wenn ihr jetzt Ring Protect habt, dazu auch gleich mehr, dann könnt ihr das Ganze auch als Überwachungskamera nutzen. Die Kamera, die hier verbaut ist, das ist eine Full-HD-Kamera, sprich, das wäre ein 1080p und die hat einen 160 Grad Weitwinkel horizontal jetzt gesehen. Und dementsprechend ist es so, jeder, der diese Ring-App hat und mit der entsprechenden Klingel dann verbunden ist, der bekommt dann eben eine Benachrichtigung, wenn sich entweder etwas bewegt vor der Kamera oder halt, wenn jemand klingelt. Dann ist es so, wenn jemand klingelt, bekommt ihr direkt eine Nachricht, okay, jemand steht an deiner Haustür und ihr klickt dann drauf und könnt dann dementsprechend ablehnen oder annehmen. Wenn ihr annehmt, wird automatisch euer Mikrofon am Handy aktiviert und ihr könnt halt sozusagen eine Gegensprechfunktion nutzen. Das heißt, einmal ist in der Klingel ein Lautsprecher und ein Mikrofon verbaut und natürlich logischerweise in eurem Handy. Und so könnt ihr halt miteinander kommunizieren und dem Lieferanten von DHL zum Beispiel sagen, jo, lass das Paket einfach bitte vor der Haustür stehen. Wenn ihr das Ganze jetzt wiederum als Überwachungsfunktion nutzen möchtet, beziehungsweise als Überwachungskamera, dann benötigt ihr Ring Protect. Wenn ihr jetzt die Klingel kauft, dann habt ihr bei jeder Klingel immer eine 30-tägige Testphase dabei. Das heißt, ihr könnt dann schauen, okay, wie ist das? Brauche ich das? Gefällt mir das? Falls ja, muss man es leider abonnieren. Und zwar für 3 € pro Monat. Wenn ihr mehrere Geräte von Ring habt, dann könnt ihr sozusagen das Full-Paket kaufen, das kostet dann 10 € pro Monat. Die Klingel ist ja eh schon nicht geschenkt, ne? Also die Klingel kostet fast 200 €. Und dann nochmal 3 € pro Monat zahlen für die scheiß Klingel, sehe ich persönlich jetzt nicht ein. Und die erste Amazon-Bewertung, die ich auch gelesen habe, Vorsicht wegen Folgekosten, der gebe ich 100% recht. Weil 3 € pro Monat nochmal zusätzlich für eine Klingel ausgeben, die eh schon scheiße teuer ist, das sehe ich leider nicht ein, deshalb habe ich jetzt meinen Ring Protect nicht verlängert. Das heißt, ich kann diese Überwachungsfunktion halt eben nicht nutzen. Ob ich das machen werde, weiß ich nicht, aber ich habe eh schon so unendlich viele Abos mit Netflix und Amazon Prime und Co., dass ich nicht bereit bin, nochmal 3 € zusätzlich für noch irgendeinen blöden Dienst auszugeben. Sehe ich aktuell nicht ein, deshalb benutze ich das aktuell wirklich nur als Klingel, wo ich halt mit jemand kommunizieren kann, wenn jemand klingelt, aber ich kann es halt dementsprechend nicht als Überwachungskamera nutzen, sprich die Klingel speichert keine Videos. Wenn ihr Ring Protect habt, dann speichert die rückgängig bis zu 30 Tage. Das heißt, ihr könnt da wirklich schauen, was in den letzten 30 Tagen immer passiert ist. Jede Bewegung, jedes Klingeln und ihr könnt auch immer live mithören. Das heißt, das ist dann schon cool. Aber ob man da jetzt schon unbedingt bezahlen muss, finde ich keine gute Sache. Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit, die Videos dann abzuspeichern auf eurem Handy. Das könnt ihr so nicht, sprich, wenn ihr jetzt nicht Ring Protect habt, so wie ich aktuell, dann könnt ihr wirklich nur die Anrufe annehmen bzw. ablehnen und seht immer nur live das Bild. Was ich mir dann noch nachträglich gekauft habe, das war die Scheim. Das ist so eine Art Lautsprecher, den man in die Steckdose steckt und da hört man dann wirklich ein richtiges Klingeln. Wenn jemand den Knopf drückt, gibt dieser Lautsprecher halt eben dieses Klingelsignal. Man kann da auch zum Beispiel übers Handy den Klingelton wählen. Da gibt es auch wirklich die super lustigsten Klingeltöne. Jetzt in der Weihnachtszeit zum Beispiel, gut, Weihnachtszeit ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber da kann man theoretisch so einen Nikolaus wählen oder so einen Weihnachtsmann, der ho, ho, ho sagt, geht. Oder natürlich auch die ganz klassischen, ist jetzt ein bisschen Spielerei. Und da gibt es halt einmal die Scheim und die Scheim Pro. Während die Scheim Pro dann wirklich sozusagen noch als kleiner WLAN-Verstärker dient. Das ist ganz sinnvoll, denn die Ring-Kamera selber, beziehungsweise die Doorbell 3 selber, die hat einen verdammt schlechten WLAN-Empfang. Wenn ich vor der Haustür stehe, habe ich mit dem iPhone vollen Empfang. Ne? Weil der Empfang hier ist wirklich verdammt gut.
aber die Ring hat kaum Empfang, sodass sie auch im Gegenzug immer verdammt lang braucht, bis ich hier über den Echo Spot oder über das iPhone halt wirklich ein Live-Bild hinbekomme. Letztens zum Beispiel war ich im Kaufland und ich bekam eine Benachrichtigung, jemand steht an deiner Haustüre. Das war halt dementsprechend dann einer von UPS. Somit wollte ich dann dem einfach sagen, okay, lass das Ding an der Tür stehen, ich bin ja gleich zu Hause. Aber nein, ich konnte gar keine Verbindung aufbauen. Und ihr wisst ja, die Typen haben es echt eilig, vor allen Dingen in der Weihnachtszeit. Tja, und bis die Ring dann endlich mal eine Verbindung stehen hatte, war der Lieferant natürlich weg. Also Pech gehabt und Paket am nächsten Tag bekommen. Ihr habt halt bei der Doorbell 3 zwei Möglichkeiten, das ganze Ding anzuschließen. Einmal über die normale Verdrahtung, sprich dann müsst ihr halt wirklich schon Kabel gelegt haben, oder wie ich es mache, über Akku. Mit dem Akku hat man zwar den Vorteil, dass sie wirklich extrem schnell montiert ist, also sozusagen einfach nur an die Wand schrauben, Akku rein und fertig. Aber man hat halt als Nachteil die Akkulaufzeit, denn der Akku, der hält nicht wirklich lange. Es ist so, ich habe gerade mal gerechnet, also gestern habe ich den Akku aufgeladen, bin jetzt bei 97% Akku. Sprich, das wären 3% an einem Tag. Hochgerechnet kommen wir also auf 33 Tage Akkulaufzeit. Das wäre jetzt ein bisschen wenig. Es hängt aber auch davon ab, wie ihr das nutzt. Das heißt, greift ihr jetzt wirklich oft aufs Live-Bild zu oder geht ihr wirklich nur dran, wenn auch jemand klingelt oder wenn auch jemand gerade halt an der Tür ist. Das hängt natürlich auch von der Akkulaufzeit ab. Aber ich sag mal, so im Idealfall, allerhöchstens, kommt ihr an 2 bis 2,5 Monate, aber auf gar keinen Fall länger. Ich würde schon eher so sagen, realistisch gesehen, an 1 bis 1,5 Monate an Akkulaufzeit. Und das ist nicht viel. Und da wiederum ist es natürlich ideal, so einen Schnellwechselakku zu haben. Und ihr merkt, das wird jetzt schon keine günstige Angelegenheit mit dem ganzen Zubehör, was da noch auf euch zukommt. Denn ganz ohne wird das auf keinen Fall was. Die Installation ist wirklich extrem einfach gewesen. Man schraubt im Grunde genommen nur die Klingel an die Wand, macht den Akku rein und schlussendlich diese Abdeckung drauf. Die Abdeckung, die gibt es halt in einem dunklen Farbton, so wie ich es bei mir installiert habe, oder im klassischen hellen, wie es hier auf der Verpackung gezeigt ist. Finde ich aber jetzt persönlich nicht so super ansprechend. Das Ganze lässt sich auch über die Alexa steuern. Das heißt, wenn ich ihr hier jetzt sagt, zeig Studio, dann zeigt ihr mir vorne die Haustüre. In der App wiederum lässt sich dann ein Feld für die Bewegungserkennung einstellen. Das heißt, vorne zum Beispiel würde man die Straße sehen, theoretisch. Dann könnte man es so einstellen, dass die Straße eben nicht zu diesem Feld gehört, sondern nur halt vorne der Bereich vor der Haustüre. Das heißt, ihr bekommt nicht jedes Mal eine Nachricht, wenn halt eben ein Auto vorbeifährt, sondern ihr bekommt wirklich nur eine Nachricht, wenn sich genau vor eurer Haustüre eben was tut. Sprich, da erhaltet ihr schon mal deutlich weniger Benachrichtigungen. Ich persönlich habe es jetzt bei mir ausgeschaltet, diese Bewegungserkennung. Ich habe halt wirklich nur die Benachrichtigungen aktiviert für den Fall, dass wenn jemand klingelt. Alles andere ist unnötig, weil wenn irgendwann mal eine Katze oder ein anderes Tier vor der Haustür rumlaufen sollte, was ja durchaus mal passieren kann nachts, dann bekomme ich jedes Mal eine Benachrichtigung und diese 1000 Benachrichtigungen an einem Tag will ich mir echt nicht antun. Deshalb ist es für mich am sinnvollsten, die Bewegungsbenachrichtigungen auszuschalten und wirklich halt nur eine Nachricht zu bekommen, wenn jemand klingelt. Alles andere ist Mist. Kommen wir einmal zum nächsten Zubehör. Und ich will euch hier kein Zubehör verkaufen. Das klingt fast so, als wäre ich hier so ein Verkäufer. Aber die Solarplatte. Die Solarplatte, die schraubt ihr halt unter die Türklingel und laut Beschreibung, ja, kann man da halt die Akkulaufzeit mit verlängern. Ihr macht halt aus den knappen 2 Monaten vielleicht 3, vielleicht 4 oder 5. Jedenfalls braucht ihr den Akku halt nicht so schnell zu laden. Aber gut, es ist wieder ein Zubehörteil, was auch jede Menge kostet. Und ihr merkt, die haben sich echt was einfallen lassen, was es da alles an Zubehör gibt. Krass, oder? Deshalb lasst mich einfach mal eure Meinung wissen. Wie findet ihr diese Klingel? An sich finde ich die ja schon geil von der Idee her, aber mich stören halt die Folgekosten, der schlechte WLAN-Empfang und dann wollen die einem Zubehör ohne Ende verkaufen. Und das Ding ist, dass man da echt nicht drum herum kommt. Ich habe zum Beispiel gedacht, okay, du kommst auf jeden Fall ohne diese Scheibenklingel aus, also ohne diesen kleinen Lautsprecher, den man halt in die Steckdose steckt. Aber nein, das funktioniert nicht ohne. Ich will ja im Endeffekt auch ein Klingeln hören, logisch. Aber naja, gut. In meinem Fall war es so, am Prime Day gab es die für 135. Das fand ich recht günstig. Und zusätzlich, warum auch immer, hat bei mir eine Schraube im Lieferumfang gefehlt. Das habe ich dann bei Amazon gemeldet und die haben mir dann nochmal knappe 30 Euro erstattet. Sprich, umgerechnet habe ich die Klingel dann für ca. 105 Euro bekommen.
worüber man dann natürlich sich nicht beschweren kann. Klar, weiß ich. Aber ich gehe ja jetzt nicht von meinem Fall aus, sondern vom Normalpreis, den im Endeffekt dann jeder bezahlt. Denn die Angebote sind natürlich auch auf manche Tage beschränkt, aufs Jahr, wie zum Beispiel jetzt Black Friday. Die Klingel ist im Endeffekt zwar geil und bietet euch Sicherheit, aber auch nur, wenn ihr nach und nach immer weiter Kohle dafür ausgibt. Und das ist dann wiederum nicht so gut. Im Endeffekt hätte man sich dann wahrscheinlich besser eine festverdrahtete gekauft, die man halt einmal vielleicht ein bisschen teurer bezahlt, aber dann keine Folgekosten mehr hat eben. Und Folgekosten, das ist halt leider der Kritikpunkt bei der Ring-Klingel. Das heißt, für die Ring Doorbell 4, da würde ich mir auf jeden Fall schon mal wünschen, hardware-technisch, was man da ändern könnte. Auf jeden Fall die WLAN-Antenne, die kann man auf jeden Fall deutlich verbessern. Und die Akkulaufzeit. Das sind zwei Dinge, die man auf jeden Fall beim Nachfolger verbessern muss. Und gegebenenfalls die Sprachqualität, denn die war jetzt halt wirklich auch nicht so überragend. Und softwaretechnisch, da könnte man ganz ehrlich für den Preis, da dürfte bei Amazon wohl genug Verdienst rausspringen, dass man diese Folgekosten für den Kunden im Endeffekt eben nicht hätte. Dass der Kunde halt wirklich nur die Klingel kauft und damit halt immer diese ganzen Funktionen hat von Überwachungskamera und Co. Sagen wir mal, ich würde mir jetzt noch eine zweite Ring-Kamera kaufen. Die bieten ja auch Überwachungskameras. Dann müsste ich halt wirklich direkt diese 10 Euro pro Monat zahlen. Im Endeffekt ist es dann halt wirklich sinnvoller, sich eine normale Überwachungskamera zu kaufen und das Ganze hier zum Beispiel auf meinen NAS-Server zu speichern, weil alles andere kommt mir deutlich teurer von Ring. Also lasst mich ruhig in den Kommentaren wissen, was denkt ihr darüber? Würdet ihr euch das Ding kaufen und seid ihr bereit, wirklich noch oder wärt ihr bereit, noch 3 Euro dafür auszugeben pro Monat oder 10 Euro, wenn ihr zum Beispiel jetzt mehrere Ring-Artikel hättet? Schreibt es in die Kommentare, denn das interessiert mich wirklich sehr und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.